Moment, warte mal. Jawohl, Hab's über den Laptop probiert, aber das funktioniert leider so überhaupt nicht. macht ja nichts. Wichtig ist, dass wir zusammenkommen. Das stimmt. Ich muss hier Ja, ich muss sagen, ich nutze das Handy eigentlich auch am liebsten für die Lives, weil das kann ich auf meinen Tripod draufstellen und dann das Licht irgendwie dahinter knallen und mich gemütlich da am Boden auf mein Lieblingssitzkissen schmeißen und es läuft. mache es jetzt auch. Nachbarn. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Bitte? Genau. Das klappt schon mal nicht. Dann muss es gehen. Ja, super. Schaut doch gut aus. Wie geht's dir? Gut, ich habe mich jetzt noch abgehetzt. Wir waren gerade noch Baby gucken. Die haben mir ins Bett gebracht, aber Super. jetzt Dann sehe nehm ich mir viel Zeit. Habe mir schon einen Tee gekocht. Das freut mich. Ja, dann ist die Mami bereit. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir haben uns ja was überlegt und zwar starten wir mit einer ganz spannenden Reihe und zwar der Reihe des weiblichen Zyklus. Und für heute haben wir uns Zyklusphase 1 ausgesucht. Und ich habe einiges mitgebracht, aber ich habe mir gedacht, du fragst mich am besten aus, weil so ist das am einfachsten, weil dann kann ich einfach wie so ein Lexikon dir alle tollen Sachen erzählen, was da in Auf Phase jeden 1 bei unserem weiblichen Zyklus geht, beziehungsweise wie wir das Ganze als Superwaffe verwenden können. Fall. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich einiges vorbereitet. Ja, sehr geil. Oha, da bin ich ja gespannt. Sollen wir einfach mal loslegen mit dem Interview? Ja, super, dann machen wir das. Hat mir doch gleich mal mit der ersten Frage, liebe Iris. Also, was genau passiert denn in der ersten Zyklusphase und warum ist sie so wichtig? Ja, also die erste Zyklusphase ist, starten wir in die Menstruationsphase, also sprich, wir haben unsere Regelblutung und das ist die Phase 1, also in meinem Konzept. Es gibt auch Leute, die eben das mit der letzten Phase sehen, weil es ja der Winter eigentlich auch ist, weil man kann die vier Zyklusphasen auch eben in Frühling, Sommer, Herbst und Winter teilen und dann wäre dann eben Phase 1 bzw. Phase 4 dann in der Reihenfolge wäre dann die Menstruationsblutung. Und das Tolle ist, wir drehen das Ganze um, weil das ist nämlich die Phase, wo man extrem reflektiert. Das ist ja eine Art von energetischer Reinigung, also sprich, man lässt los und verliert etwas und kann sich dann eben auch auf Neues einlassen, weil wenn man sich den Zyklus so anschaut, dann ist es halt so, dass man dann halt sich vorbereitet auf den Eisprung, also sprich, man hat wieder Platz für Neues Okay. und das kann man halt richtig gut nutzen. Und die Phase 1 ist deshalb so wichtig, weil man sich eben von Altlasten reinigen kann und einfach Platz hat für Neues und sich einfach auch Zeit für sich selbst nimmt. Weil es ist ganz wichtig, dass man da einfach auf seinen Körper schaut und sich vor allem auch Me-Time nimmt, weil wir kennen das ja alle, das ist dann manchmal, da sind die Krämpfe irgendwie schlimmer und man hat irgendwie keinen Bock auf gar nichts. Aber Okay. man kann diese Phase auch umdrehen, indem dass man sagt, okay, die negativen Dinge, ja, gibt Möglichkeiten, wie man das mit einer XXL-Wärmeflasche bekämpft oder eben sich entsprechend ernährt in der ersten Phase. Und deshalb fokussiere ich mich eigentlich nur auf die positiven Sachen, weil sie halt extrem viel bereithält und es ist halt so,
in der Gesellschaft, man merkt sich immer die negativen Sachen, aber es gibt so viel Tolles, Positives in der Phase und deshalb sind wir heute hier. Ja, damit du uns aufklärst, wie es denn auch laufen könnte. Bitte? Damit du uns aufklärst, wie es denn auch noch laufen könnte. Ja, genau. Positiver. Schön. Machen wir direkt mal weiter. Wie können wir die Menstruationsphase nutzen, um in unserem Business produktiver zu sein? Hast du denn da spannende Tipps? Absolut. Also das ist ja mein Hauptprogramm in meinem Business. Also ich habe mein Business vor 2 Jahren gegründet und es das heißt Unboxed Marketing, also sprich out of the box. Und ich gehe da ganz anders an meine Content-Erstellung ran, also was jetzt Social Media angeht, als alle anderen, weil ich nehme meinen weiblichen Zyklus her und weiß dann ganz genau, wann ich welche Themen im Business bearbeite. Wenn jetzt zum Beispiel es um die Content-Erstellung geht, dann weiß ich, okay, in der Phase schreibe ich den Content, in der Phase habe ich die Hooks vorbereitet, damit ich den Content schreiben kann. Dann gibt es eine Phase, wo man eben total am Strahlen ist und voll Gas geben kann vor der Kamera und auch ohne Filter dann einfach mal sagt, so, heute bin ich voll am Klon und ich will, dass das alle sehen, damit sie mich von der besten Seite sehen, weil so bin ich einfach auch. Aber es gibt halt auch Phasen, wo man dann einfach eher reflektiert, sich zurücknimmt und dann diese ganzen Ideen einmal aufnimmt und niederschreibt. Und das habe ich eben in meinem Programm, der Content-Zyklus, vereint. Das ist ein Workshop und da zeige ich eben genau, wie ich das aufgesplittet habe, also die 4 Phasen und wie ich dann eben vorgehe, was ich in Phase 1 mache in meinem Business und in Phase 2. Und das sind dann halt 4 Wochen. Und das Tolle ist, wenn man da durchgeht und in die Regelmäßigkeit kommt, dann kriegt man auch im Business, was jetzt eben Social Media Content erstellen angeht, ist dann einfach gemütlicher, weil man weiß, ah, okay, passt, Phase 1, dann mache ich das und das und das und Phase 2, dann geht es da weiter und man kann sich einfach viel cooler dann auch den Monat planen und wir müssen ja im Business immer quartalsweise arbeiten, weil also ich bin wie du auch wahrscheinlich schon im nächsten Quartal mit der Planung und dann ist es einfach leichter, sich auch die Termine zu setzen, wenn man dann weiß, okay, passt, das ist meine leistungsstärkste Phase. Die Phase 2 zum Beispiel, die ist halt mega, da kann man voll Gas geben und 12 Stunden arbeiten, ohne irgendwie die Miene zu verlieren, weil es einem total gut geht. Und ich habe das halt an Selbstversuchen eben ausgetestet, was wie am besten funktioniert und das jährt sich jetzt in dem Monat, dass ich meinen Zyklus eben seit einem Jahr tracke, so wie bei Social Media und den Daten, ne, kann man das auch beim eigenen Zyklus machen. Und ja. Und ja, so hat sich das ergeben, dass man eben 2 Kategorien wie den weiblichen Zyklus und eben Prozessautomation, was Social Media angeht, kombiniert und halt, da kommt halt bei mir dann Nerd raus, weil ich bin also durch und durch Nerd, ich liebe Automationen und ich war ganz verwundert, wie ich damals drauf gekommen bin, wie toll eigentlich Excel-Dateien sind mit diesen ganzen Daten und was man da alles rauslesen kann. Und dann kann ich eben das beides eben in meinem Programm vereinen. Das kann das Leben auch erleichtern, auf jeden Absolut. Fall. Ja. Ja, total spannend, cool. Du schon mal probiert, deinen Zyklus zu tracken? Also, dass du sagst, okay, mir ist schon was aufgefallen, dass ich da mehr grumpy bin oder eher mich eher zurückziehen möchte. Was ist dir so bis jetzt aufgefallen? Ja, indirekt beschäftigt man sich damit ab dem Zeitpunkt, ab dem man die Kinderplanung angeht. In dem Rahmen ist es mir, glaube ich, so ein bisschen aufgefallen, weil, also viele machen das ja mit einer App und ich habe es eben genauso gemacht, dass man eben dann immer einträgt, von wann bis wann ist jetzt was genau und man kann eben auch in diesen Apps Stimmung eingeben oder Besonderheiten, Auffälligkeiten.
Und da bekommt man zum Beispiel auch immer viele Hinweise, was einem jetzt zum Beispiel gut tun könnte, Tipps und Tricks, um eben auch die, ich sag mal, schwierigeren Phasen, herausfordernden Phasen gut meistern kann. Und in dem Moment setzt man sich, glaube ich, so ein bisschen damit auseinander. Und da ist es mir dann schon aufgefallen. Also genauso wie du sagst, es gibt halt einfach diese Phasen und das merkt man dann auch selber in dem Moment, wenn man sich so ein bisschen damit befasst. Auf jeden Fall, da sprühst du vor Energie. Da hast du Einfälle, tausend Ideen und willst am liebsten alles gleichzeitig umsetzen. Und dann hast du eben die Phasen, da willst du kaum aufstehen aus dem Bett und liegst nur da rum und denkst dir, ist mir alles egal und leidest still vor dich hin. Und das ist wirklich ganz spannend und das eben alles innerhalb von 4 Wochen. Also irre. Krass. Also wir haben eigentlich vier Persönlichkeiten. Ist wirklich so, merkt man voll. Ja, meinen Lebensgefährten habe ich schon so gebrieft, dass ich ihnen dann sage, Phase 4, alles klar. Nein, Erst zu hier sagen, kommt der Tee. ja. Ja. Warte, ich mache dir wie Wärmflasche bereit, so nach dem Motto. Ja, total spannend. Also wenn dieses Bewusstsein da ist, finde ich, kann man damit besser umgehen und besser, auf jeden Fall besser arbeiten. Und dass man das so aufs Business ummünzt, dann wäre ich irgendwie noch nicht so drauf gekommen, aber gibt voll Sinn. Danke dir. Total spannend. Ja. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich bin dann wirklich, habe gedacht so, das macht einfach nur Sinn. Das ist nicht irgendeine so eine Schnapsidee, sondern ich habe dann mit meiner Mentorin das erste Mal in so einer großen Runde gequatscht und das war halt doch ja wie eine so eine Bühne, ne? Und dann stellt man sich dorthin und sagt so. Ich verbinde jetzt zwei Kategorien, die es so am Markt noch nicht gibt, und ich möchte damit den Markt revolutionieren, weil wir Frauen müssen einfach wissen, wie wir ticken. Weil wenn wir wissen, wie wir mit unserem Zyklus ticken, dann, ja, dann hängen wir aber alle ab. Ja. Und deshalb ist Ja, mir was das ich, wichtig, dass wir darüber sprechen. ja, voll. Also was ich auch schon mal gehört hatte, ist, dass wir Frauen, gerade die jetzt im nicht normalen, unternehmerischen Umfeld arbeiten, so gerade im Büro oder sowas, dass wir uns in der männlichen Energie befinden. Das ist so das, was ich schon häufig gehört hatte. Und das ist halt, ja, wie soll ich sagen, also man passt sich irgendwie an, auf Biegen und Brechen, komme, was wolle. Und versuchst halt diese Phasen, die der weibliche Körper ja nun mal hat, ja, also die kann man ja nicht verleugnen, die sind ja da, versuchst du zu überspielen, um halt mitzuhalten, um nicht rauszustechen, ne? Dann ist es halt wieder so dieses, weiß ich nicht, dann geht's dir einfach nicht gut, du hast schlechte Laune, ne? Phase 4 dann. Kommst ins Büro, bist einfach nicht leistungsfähig, aber die Leistung wird von dir erwartet. Ja. Deswegen, also. Es ist total sinnvoll, darauf einfach zu achten, ne? Gerade wenn du selbstständig bist, um diese Phasen einfach perfekt für dich zu nutzen. Damit du genau weißt, was passiert hier gerade, wie tickt dein eigener Körper, was funktioniert für dich, für dein Business, dass man das kombiniert. Alles richtig gemacht. Total spannendes Thema. Dir. Ja, mir ist in Corporate auch aufgefallen, dass man einfach auch viel zu wenig auf sich achtet, weil man eben da den Deadlines hinterherhinkt und dann vielleicht das Team nicht so mitspielt, wie man das sich gern wünschen würde. Und Ja. dabei gibt es halt das Phänomen, dass man sich sogar, wenn man sich extrem gut versteht und austauscht, dass man sich sogar mit seinem Zyklus verlinkt. Also kennst das wahrscheinlich mit Freundinnen oder so, dass man dann, dass dann auffällt, so, ah, du hast auch gerade deine Blutung. Und dann Ja. synchronisiert man sich so. Und das ist halt total spannend, weil zum Beispiel, wenn man jetzt schon in den Wechseljahren ist und seine Blutung gar nicht mehr hat, dann hat man ja trotzdem auch einen Zyklus. Und da gibt es zum Beispiel so Methoden, dass man eben nach Vollmond und Neumond eben geht und sagt dann, okay, das sind dann die Phasen. Also im Endeffekt kann man sich dann auch nach den Mondzyklusphasen richten. Und das ist halt extrem spannend, weil ich finde, dass das jetzt so nach und nach, also man hört schon, dass im Corporate angefangen wird, dass man eben, okay, du kannst jetzt einen Tag mal zu Hause bleiben oder
krank feiern, sage ich jetzt mal, aufgrund von der Blutung, weil es so schlimm ist und so stark. Aber das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man dann mal sagt, okay, ist jetzt nicht mehr so gut. Mittlerweile kann man oft sagen Homeoffice, aber das gibt es halt nicht für alle, alle Arbeitsgruppen. Ja. Und deshalb finde ich es so wichtig, je öfter man drüber spricht, eben über das Thema, wird das immer mehr Mainstream und dann kommt das auch bei den Arbeitgebern an, weil das wird so nicht weiterlaufen können. Also gerade nach heftigen Zeiten, die wir durchgestanden haben in den letzten Jahren, wo man entweder aufeinander gehockt ist oder eben distanziert war, ist es einfach so, dass man angefangen hat nachzudenken, ja, wie man mit seinem Körper umgeht und vor allem, wie man seine Leistung halten kann, ohne dass man einfach sich selbst dann dafür opfert und seine Gesundheit. Ja. Wichtiges Thema auf jeden Fall. Und war ja auch irgendwie so der Denkanstoß, ne? Also gerade da in der Zeit, wo man so isoliert war, dass man sich einfach mehr mit sich selber befasst. Und absolut, ja. Als Umfeld war ja plötzlich ein ganz anderes für viele. Und dass da jetzt ja so ein Umdenken, so ein Bewusstsein stattfindet, also finde ich richtig toll. Das ist extrem wichtig. Voll. Dann komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Was willst du denn noch wissen? Ich möchte gerne wissen, welche Art von Aufgaben oder Projekten sind denn ideal für diese Phase? Also in der Phase ist auf jeden Fall mal das Projekt MeTime das Wichtigste. Ja. Denn man hat da eben durch das diese energetische Reinigung und physische Reinigung vor allem passiert, ist so, dass man hier vor allem Yoga machen sollte oder eben Meditationen, weil man dann einfach loslassen kann, jetzt vom Körper her auch in die Entspannung, weil wenn man Yoga macht, das sind ja doch Übungen, wo man eher darauf zielt, dass sich die Muskeln mehr entspannen, man wird flexibler oder man gönnt sich zum Beispiel eine Maniküre oder eine Piniküre, ganz, ganz toll. Also das kann man ja auch jedes Monat wieder machen. Ne? Okay. Zum Beispiel den einen Tag dann, den man sagt, okay, ich muss jetzt krank feiern, dass man dann zur Pediküre geht, ist doch auch schön. Ja, was muss ich tun? Ja, was auch ganz toll ist, ist, dass man über die Lymphe extrem viel Wasser verlieren kann, wenn man in dieser Zeit zu Massagen geht oder zum Beispiel zur Lymphdrainage. Ich habe letzten Herbst habe ich da in Köln ein Studio gefunden und habe gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal aus, weil ja, Lymphdrainage kenne ich. Ich tue jetzt auch meine Lymphe stimulieren, wenn ich extrem müde bin. Heute zum Beispiel habe ich mal alles hier rumhüpfen, damit sich hier wieder alles zirkuliert, weil ich echt so einen Tag hatte, wo ich mir dachte, so okay, das ist jetzt wieder die Mondfühligkeit, so nenne ich das, weil ich ja dann einfach merke, so okay, ja, Vollmond oder Neumond steht wieder an, ja, ich brauche wieder ein bisschen mehr Energie. Und ja, da habe ich eben eine Lymphdrainage gemacht und habe durch das, dass wir so eine Waage haben, die eben auch das Wasser misst, war mir das ganz wichtig, dass ich mich da in der Früh draufstelle, bevor ich dorthin gehe, also nüchtern. Und dann bin ich zur Lymphdrainage gegangen und war halt total begeistert, weil also beim ersten Mal sieht man das jetzt auch nicht so, dass man, also es gibt ja die ersten Instagram-Vorher-Nachher-Fotos, wo man sich denkt, so, Alter, okay, und mit dem Ei hast du das Ganze nochmal in der Teile zusammengeschoben, damit das Ganze noch besser ausschaut. Ja. Und also vom Vorher-Nachher hat man nicht so viel gesehen, aber es hat sich, man hat es schon ein bisschen gefühlt und dann auf der Waage habe ich es dann auch gesehen vom Wasserprozent, dass da einiges dann eben gegangen ist. Und das fand ich dann ganz spannend. Sicher muss man das öfters machen, damit das halt regelmäßig passiert, damit man das dann eben, ja, dass man dann sein Gewichtsziel zum Beispiel erreicht, weil das kann man ja alles kombinieren, Ernährung, Fitness, Lymphdrainage. Aber gerade in dieser Phase ist es halt richtig cool, dass man da so einen kleinen Hack hat und sagt, okay, da verliere ich mehr als in den anderen Phasen, also nutze ich das doch, weil kostet ja auch ein Geld, so eine Lymphdrainage, und dann kann man das dann effektiv sagen, so, dann mache ich da das. Da lohnt es sich richtig. Ja, cool. Absolut. Das gefällt mir, das muss ich auch machen.
Unbedingt, kann ich nur empfehlen. Also es ist total entspannt. Also will ich, dass man dann auch loslässt und vor allem anfängt, eben, dass man die Gedanken ausschaltet. Also das ist ja so was manchen nicht so leicht fällt und dass man sich dann einfach dann vielleicht an einem Mantra hält oder so, dass man das immer wieder wiederholt, damit man aufhört, da viel zu denken. Oder gibt es auch Atemübungen, die man dann eben macht, damit man einfach dann in die Entspannung kommt. Aber das kennt man eh auch vom Yoga, dass man einfach da schaut, dass man sich in der Phase einfach entspannt und runterkommt und eben seinem Körper die Zeit gibt, weil du kennst wahrscheinlich eh diesen Ausspruch, so wie der erste Tag der Blutung verläuft, so ist der Rest des Monats. Und da ist eben so ein Kommt hin. Dünnchen Wahrheit drin. Und deshalb kann man sich auf jeden Fall den ersten Tag einmal rot anstreichen und sagen, okay, keine Termine, nur für mich, wenn überhaupt. Schlechtes Gewissen. Genau. Ja, bei mir ist das zum Beispiel so, also ich habe Phase 1 ist bei mir 6 Tage und ich habe die ersten 3 Tage, weiß ich schon, dass die Blutung kommt und dann habe ich 3 Tage, wo ich die Blutung habe. Also das hat sich jetzt schon so gut eingependelt, dass ich weiß, so kann sich so die Kreuzchen machen. Und da fand ich das eben ganz spannend, eben in den Selbsttest, dass man halt schon, bevor die Blutung dann da ist, schon die ersten Zeichen kriegt. Aber dass das eben 3 Tage vorher schon so weit ist, das fand ich dann extrem spannend, dass man da eben ein bisschen vorrechnet dann auch bei der Kalkulation und sagt, okay, warte mal, das ist jetzt die Phase 4, die geht jetzt vorbei, auch wenn ich noch keine Blutung habe. Aber da können wir dann loslegen für die nächste Zyklusphase. Spannend. Wie trackst du das? Also ich habe angefangen, dass ich eben meine, so wie du das machst mit der App, dass ich einfach das aufschreibe und ich war eh ganz erstaunt, wie lange ich das schon mache. Also ich habe die App, glaube ich, schon seit 2012 oder so. Und das ist halt dann schon so, kann Wahnsinn. man Ja, gucken. das sind dann zuverlässige Ergebnisse. Aber dann kann man sich vor, also man merkt dann auch, ja, wie ich vorher gesagt habe, ich liebe Excel. Kannst du dann so Graphen machen, so, okay, was ist denn da in dem Jahr, was aber nicht zu leibend, weil da war viel Stress und das siehst halt dann auch an deinen Zyklusphasen. Und das ist halt auch ganz spannend. Und also ich habe das ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich das noch nicht so intuitiv drauf, wie eben wann welche Zyklusphase ist. Und dann war es für mich so, okay, gut, dann probiere ich was Energetisches, weil es gibt so Methoden wie zum Beispiel das Körperpendeln. Und wenn man das halt dann oft nutzt, dann kann man das so allein machen. Aber wenn man das jetzt eben jetzt herausfinden will, ob wie lange die Tage dauern, kann man wirklich dann das Körperpendel fragen so. Okay, sind es 5 Tage, sind es 6 Tage? Und wenn man zum Beispiel seinen Partner oder Freundin dann daneben stellt, dass man halt so auf der Seite dann steht und dann sieht, ob man nach vorne oder nach hinten kippt, dann sagt eben das Körperpendel ja, wenn man nach vorne kippt oder nein, wenn das eben nicht der Fall ist. Und so habe ich dann eben angefangen, dass ich jeden Tag eben auspendle, okay, bin ich jetzt noch in Phase 1, bin ich noch in Phase, also ist jetzt schon die nächste Phase. Und dann habe ich das so immer getestet und ich habe eben vor einem Jahr angefangen und mittlerweile hat sich das so eingependelt, dass ich einfach weiß, okay, Phase 1 sind 6 Tage. Dann 2 ist 5, 3 ist 5 und Phase 4 ist bei mir relativ lang, das sind 7 Tage. Aber im Endeffekt ist mein Zyklus total kurz, also ich bin irgendwie so schnell, weil Okay. mit 23 Tagen ist jetzt so eine Zyklusphase, also so ein kompletter Zyklus ist eigentlich relativ kurz, weil man sagt, so im Schnitt zwischen 25 und 28 Tage hat so ein weiblicher Zyklus. Und da kann man Stimmt. das eben ausprobieren. Also du kannst dich gerne nochmal hinstellen und dann eben pendeln und gucken. Und es ist wirklich am Anfang, wenn du das noch nicht immer wieder immer besser mit solchen intuitiven Sachen. Und am Anfang merkst du das gar nicht, dass du dich bewegst. Und aber von außen ist dann so, ja, definitiv ja. Oder nein, das war jetzt ein Nein, du bist nach hinten gekippt. Du so, was? Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Witzig. Körperpendeln. Okay, muss ich mal meinen Lebensgefährten bitten, dass er das mal mit mir macht. Das ist auch ganz gut, Spannend. weil du kannst das auch für Entscheidungen nehmen. Also ich habe das
bei einer Freundin von meiner Mama, die ist Energetikerin, und da habe ich halt so eine zwei Entscheidungen gehabt. Also entweder ich gehe in die Richtung oder in die Richtung, und ich konnte mich halt nicht entscheiden, weil ich beides gut gefunden habe. Und dann hat sie gemeint, okay, wir schreiben das jetzt auf einen Zettel jeweils und drehen das jetzt um. Und du stellst dich jetzt auf den einen Zettel, weißt aber nicht, was draufsteht. Und dann stellst du dich auf den anderen Zettel, und dann hat sie mir gesagt, was jetzt, wo jetzt ja rausgekommen ist. Und dann war ich so, okay, wenn ich was Neues entdecke und mir denke so, wie cool ist das denn? Und das funktioniert, wie cool ist das denn? Dann fange ich zum Experimentieren an. Klar. Weil Pendeln an sich kennt man ja mit diesen Kettchen und so. Genau. Aber dass es eine eigene innere Pendeluhr gibt vom Körper, da war ich dann echt so, okay, das müssen wir jetzt ausprobieren. Das testen wir jetzt auf alles, was geht. Und dann habe ich das eben auch auf den Zyklus angewendet. Cool, ja, witzig. Kommt man gar nicht Nee. So drauf, ne? Nee, also gerade so auf die energetischen Geschichten. Ja. Da hört man dann immer Sachen und denkt sich so, wuhu, und dann ist man in so einer Session und probiert das mal aus und lässt sich halt voll drauf ein. Und dann denkt ja. man sich so, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, also das hört sich ja immer alles sehr esoterisch an. Und ich habe sowas auch immer belächelt. Also war gar nicht mein Thema, nie mit befasst, immer nur gedacht, ja, was für ein Quatsch, ne? Aber man muss sich halt mal überlegen, der ganze Körper besteht ja, ja aus Energie, ja? Unsere ganze Erde besteht aus Energie. Also natürlich ist es halt irgendwie logisch, dass ja sowas, dass es sowas wie Energiearbeit gibt, ja, dass unser Leben halt von sowas bestimmt ist. Und es ergibt ja eigentlich nur total Sinn. Also spannend, ja. Also mit so einem Pendel, das ja, müssen wir mal machen. Ja, das ich mal ausprobieren. Also, na, schon ausprobiert? Ja, guck mal, wie das das Leben vereinfachen könnte, wenn dein Körper dir schon signalisiert, was die richtige Entscheidung ist. Das müssen wir halt lebensvereinfacht. Ja. Herrlich, ja. Ja, das müssen wir halt wieder lernen, weil wir halt vergessen haben, auf unsere Intuition zu hören. Weil wenn man jetzt denkt, gerade wenn du deine Kinder siehst, dann siehst du ja, wie sie intuitiv Dinge machen. Und das wird ja einfach dann irgendwie abgelernt, und das muss man halt dann wiederfinden. Aber dann, ich finde dieses spielerische Herausprobieren, also immer ein ewiges Kind zu bleiben, finde ich ja total spannend, weil ich dann einfach so, na komm, ich probiere das mal aus und mal schauen, wie das läuft und so. Und das ist eben richtig, richtig spannend, und dann kippt man dann halt in Sphären, und wenn man dann merkt, so, okay, ja, Vollmond ist und der reißt mich jetzt so nieder, und das ist dann halt, wo man dann anfängt zum Gucken und Recherchieren, was dann so gibt, ne? Ja. Cool. Cooles Thema. Aber es gibt noch mehr Fragen, die ich an dich habe. Also. Wie beeinflusst die Menstruationsphase unsere Kreativität und Entscheidungsfindung? Oh yeah. Ja, also, das ist richtig cool. Es geht nämlich, die Hirnforschung ist ja noch nicht so weit. Also es sind die ersten Tests, dass auch Hirne von Frauen getestet werden in der Menstruationsphase. Und da sind jetzt einige Dinge schon hochgekommen, wo man sich denkt so, who runs the world? also musst du dir vorstellen, jeden Monat haben wir eine Synchronisationsphase. Also sprich, in Phase 1 synchronisieren sich unsere zwei Gehirnhälften. Das heißt, die kommunizieren noch intensiver miteinander, und da bilden sich die Synapsen durch diese Umstellung von den Hormonen, indem dass die beiden viel besser miteinander kommunizieren. Und dann ist es so, dass man viel öfters solche Geistesblitze hat. Also dass man dann einfach sich denkt so, wo kam das jetzt her? Weil, also wenn ich jetzt ans Essen machen denke und so, oh, ja, Mittagessen, aber was? Und dann kommt es auf einmal von, ja, natürlich! Und das kann man halt aufs Business auch anwenden. Und das Spannende ist, musst du vorstellen, dass Männer diesen Zustand gar nicht erreichen.
Weil diese Synchronisation erreicht ein Mann nur, wenn er in die tiefste Trance einer Meditation reingeht. Also das hat schon fast Guru-Level. Also die müssen das, weiß ich wie viel, üben, damit sie in diese Trance reinkommen. Und wir haben das einfach just for fun jeden Monat. Und wie ich das gehört habe, war ich so, okay, jetzt geht es aber an den Content ran. Wie nutze ich das jetzt für mein Business? Weil das ist ja phänomenal. Wieso sagt dir das keiner? Weil das ist einfach so. Weil sich niemand damit beschäftigt. Ja. Dann denke ich da, 6 Tage für den Monat habe ich da oben mehr oder weniger noch mehr Hirn als sonst. War gut. Und das ist halt so, wo ich dann denke, so, boah, Wahnsinn, die Möglichkeiten, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das kann man halt wirklich auf extrem viele Sachen anwenden. Und das macht total Spaß, wenn man dann schon drauf geeicht ist und weiß so, aha, morgen geht's los. Dann habe ich wieder die geilsten Ideen und immer ein Notizbuch mitnehmen, also oder eben ins Handy schreiben. Aber ich bin jemand, der kritzelt gerne und ich habe in jeder Tasche irgendwie, und wenn es nur so ein kleines Notizbuch ist, und da kann man dann einfach wirklich die Ideen reinschmeißen, auch wenn es nur Snippets sind wie so Bullet Points oder irgend sowas, aber das ist dann halt Gold wert, wenn man sich dann halt hinsetzt. Und weil ich mache zum Beispiel so Batch-Content, also sprich, ich bereite den ganzen Monat vor. Und wenn ich gut drauf bin, vielleicht sogar 6 Wochen oder länger, weiß ich halt durch einen Grid, das immer wieder wiederholt, weil da hat man eben seine Kapiteln oder Themen oder man nennt das auch Content-Pillar. Okay. Und da kann man dann eben diese Geistesblitze einfließen lassen, weil man sich dann halt so extrem mit seinem Thema beschäftigt, weil das macht man ja sowieso im Business. Wenn man ein Business hat, dann ist man damit verheiratet und dann hat man 24/7, denkt man dran und überlegt sich und dann kommen eben Dinge, die man eben ausprobiert, und da ist eben in der Phase halt mega toll, dass man das einfach eben nutzen kann und dann wirklich auch das alles aufschreibt und wirklich, also da sind Einfälle gekommen. Also ich kann mich noch erinnern, jetzt in Social Media Hinsicht, da gibt es ja eine Influencerin, die hat Millionen von Follower und die hatte in der Dusche zum Beispiel einen Einfall mit einem Outfitwechsel, weil das ist so eine Influencerin für Mode. Und die hat ganz lange schwarze Haare und die hatte dann die Idee, dass sie sich da oben am Kopf so einen Ponytail macht und ihren Kopf so schwingt, und immer wenn die Haare so über sie drüber schwingen, dann kommt ein Outfitwechsel. Und, okay. Und das ist zum Beispiel eines ihrer Ikonen-Move, würde ich jetzt mal sagen, geworden. Also mittlerweile macht das nicht mehr so oft, weil das halt natürlich anstrengend ist für die Halsmuskulatur beziehungsweise für die Wirbelsäule. Ja. Aber das ist einfach so eye-catching und man weiß sofort, das ist die. Und ja, dann, das war eben in der Dusche, hat sie erzählt, das fand ich ganz witzig. Und deshalb ist bei uns auch so, dass man halt dann an den unterschiedlichsten Orten halt die mega Ideen hat und sich dann wundert, so, wo ist das jetzt wieder herkommen? Und wenn man das dann eben weiß und dann auf seinen Zyklus eben abstimmt und sagt, ah, okay. Die Woche wird wieder lustig. Ich bin gespannt, was alles kommt. Ja, das erinnert mich irgendwie an Situationen, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, was dich sehr intensiv beschäftigt und du kommst einfach nicht auf die Lösung deines Problems. Ich glaube, wenn du dann diese Phase abwartest, dann kommt dir irgendwie die Idee, wie du es irgendwie lösen könntest oder wie du damit umgehen könntest. Vielleicht gar nicht so dumm, dann das einfach so abzuwarten. Weil ich habe das ganz oft, natürlich habe ich das nie mit meiner Zyklusphase oder sowas verknüpft. Ja. Im Leben hast du ja gerade im eigenen Business, da hast du, glaube ich, täglich mit irgendwelchen Struggles zu tun und denkst dir, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich das an? Wo fange ich überhaupt an? Wo ist oben und unten, links und rechts? Und irgendwann, wenn du es Tage liegen lässt, dann hast du den Geistesblitz, dann hast du den Einfall, welchen Weg, wie du, ja, wie kannst du den gehen am besten? Wie kannst du diese Lösung angehen? Also ganz spannend. Ja. Kennt man selber eigentlich, aber verknüpft man irgendwie nicht. Ja, ich habe heute auch so einen Moment gehabt,
wo ich, da steht man ja richtig an und denkt sich so, es gibt's ja nicht, warum tut sich da nichts? Ich habe doch die Idee. Ja, genau. Mhm. Und es bringt ja auch nichts, wenn man eben dann immer an die Wand rennt, so lange, bis die Idee kommt, weil dann zerhaut man sich sein schönes Köpfchen. Ja. Aber was ich da auch gemerkt habe, ist die Kombination eben, durch dass das die Phase 1 eben auch die Phase ist, wo man sich eben auf sich schaut und eher zurückzieht und ist auch halt dieses in die Weiblichkeit gehen und sagen, okay, ich gehe jetzt zurück, ich mache jetzt nichts und ich lasse das jetzt kommen. Mhm. Und ich war halt zum Beispiel in der Früh extrem genervt und dachte so, also phasenmäßig passt's nicht. Ich bin jetzt in einer Hochphase. Ja, okay. Astrologiemäßig geht's schon wieder ab. Ja, okay, wir werden das trotzdem irgendwie auflockern, weil ich habe jetzt keinen Bock, am Sofa rumzulegen und nichts zu tun. Und ich habe dann gesagt, ich werde mich jetzt bewegen, schauen, dass ich irgendwie den Körper wieder aktiviere. Bin dann in die Stadt gefahren mit dem Rad und wieder zurück. Und dann habe ich ein Buch gefunden. Und das habe ich dann am Balkon gelesen, wie ich zurück war. Und ich habe nicht mal weit gelesen, waren vielleicht 3 Seiten. Und dann war so dieses, jetzt weiß ich, was sich da ändern muss. Warum sich das so komisch angefühlt hat. Und ja, na, ist ja logisch. Und das ist halt dieses, okay, ich lasse alles liegen und stehen und nehme mich mal raus aus dem Alltag und schaue, dass ich eben da mich darauf fokussiere, dass eben da Platz ist, um diesen Geistesblitz zu haben. Weil wenn man gerade im Alltag, kennst das eh, wenn du so viel am Tun und Machen bist und dann bist du halt voll in der männlichen Energie drin, wie du vorher schon erzählt hast, wegen Copyright. Schaffen, machen. Und dann, genau. Dann kann das gar nicht zu dir kommen und da musst du echt schauen, dass du dich irgendwie rausziehst. Und wenn es ein heißes Bad ist für eine Stunde, das hilft schon. Also wirklich, dass dann so einen Cut machst. Also ich denke, auch für die Arbeit ist das ganz gut, wenn man sagt, okay, Kids in dem Bett, ich bin jetzt mal kurz eine Stunde weg, ich brauche jetzt mal. Und vielleicht sogar das Schatz noch, ja, warte, ich habe da ein tolles Bad für dich, lass dir das mal ein, dann wird man noch mal verwöhnen und kann viel schneller in die weibliche Energie gehen und dann nimmt man sich einfach mal die Zeit und lässt da mal wirken und tut da mal gar nichts. Und dann kommt das von allein und das ist halt, wenn man das weiß und nutzen kann, dann überrascht man sich selbst und das ist einfach total spannend. Glaube ich. So vieles ergibt jetzt einfach mehr Sinn. Ich hatte jetzt schon in den 40 Minuten, die wir reden, schon so viele Geistesblitze. Oh, wie cool, alles aufschreiben. Ja. Echt spannend. Aber ich habe ja noch mehr Fragen an dich. Du bist ja jetzt schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber gibt es spezifische Selbstpflegerituale, die du während dieser Phase empfiehlst? Oh ja, also gerade wenn wir schon gesagt haben, okay, wir machen hier Maniküre, Pediküre, also was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, ist, wenn man da irgendwas epiliert, ob das jetzt Waxing ist oder Tattoos oder irgendwas, was irgendwie die Haut irritiert, weil in der Phase ist man einfach empfindlich. Mhm. Und man merkt das schon in Phase 4, also vor der Blutung, die Phase, das sollte man auch nicht unbedingt so mit sagen, okay, ja, ich gehe jetzt ins Schwimmbad und ich muss meine Beine epilieren, da wirst du irgendwie die ein oder andere Träne hier fallen lassen, weil das halt extrem unangenehm ist. Also da würde ich eher sagen, in der Phase, dass man sich Pflegerituale eben schaut, dass man sich da welche zusammenstellt. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie eben, dass man nach dem Duschen sich komplett mit Bodymilk eincremt und da vielleicht sogar eine hat, die ganz schnell einzieht, damit man sich dann nach dem Duschen in der Früh einfach nochmal viel reinlicher fühlt und viel geschmeidiger und dann vielleicht in die Arbeitsklamotten steigt, um eben den Tag zu starten und sich da eben vielleicht sogar etwas mehr Zeit nimmt in der Früh und sagt, okay, ich stehe eine Stunde früher auf, dafür habe ich eben Zeit für Journaling, dass ich eben da selbst reflektiere, weil ich eben so viele Ideen habe
und das alles aufschreiben möchte oder was ich verändern möchte. Und wenn man das dann halt kombiniert mit eben einer heißen Dusche oder einer kalten Dusche vielleicht sogar in der Früh, das gibt es auch, dass man das gern macht, aber da muss man sich auch drauf hin trainieren. Also sich überwinden. Ja, also ich muss sagen, mir ist das im Fitnessstudio, beim letzten Jahr habe ich es echt geschafft, dass ich um 5 Uhr aufstehe und dann ins Fitnessstudio gehe und dann eben den Arbeitstag starte. Und da hat es eben gut funktioniert, dass ich dann eben diese kalte Dusche gemacht habe. Aber da hatte ich halt eine Sauna in der Früh in diesem Fitnessstudio, wo ich da war, weil da habe ich so ein 3-Monats-Abo gehabt, weil ich das mal austesten wollte. Und da ist das halt viel einfacher, wenn man halt in der Sauna war und dann kalt duschen, ist überhaupt kein Thema. Aber ja, vielleicht ausprobieren, ob es auch mit Duschen klappt. Also, dass man sagt, okay, heiße Dusche und dann kalt abduschen, vielleicht ist das auch was. Aber das habe ich jetzt persönlich noch nicht durchausprobiert. Muss man mögen. Ja. So, jetzt muss ich mal gerade hier parallel, bevor ich hier alle Apps schließe. Habe ich ja noch mehr Fragen. Super, ja, danke dir, Emily. Ihr könnt übrigens immer Fragen stellen, auch jetzt oder dann später, wie ihr das gerne möchtet, dann kann man da nochmal antworten. Aber vielen Dank für deinen Kommentar, Emily, voll super. Die Notizbücher, ja, ich bin eh gespannt. Ja. Sollte man mal eine Umfrage machen, wer es alles Fraktion Notizbuch? Ich bin eher so Typ Handy. Alles klar, das ist auch wichtig. Immer dabei. Und dann. Ja, dann ist ja die Umfrage dann ausgeglichen, weil ich mache sofort Notizbuch. So, ich stelle einfach mal weiter meine Frage. Ja, super. Wie können wir alte Gewohnheiten oder negative Muster in der Menstruationsphase loslassen? Also ganz wichtig ist eben, durch das, dass wir da so vernetzt sind in unserem Kopf, fällt uns das leichter auf. Aber das ist halt nur die halbe Sache, weil wenn einem was auffällt, dann denkt man sich so, ja, das sollte ich ändern. Aber dann ist der schwierige Part ist dann die Umsetzung. Ja. Und da kann man eben auch das Notizbuch nutzen und sich das aufschreiben und sagen, okay, die schlechte Gewohnheit, keine Ahnung, vielleicht ein Stück Schokolade oder Süßes nach dem Mittagessen, so ein Klassiker, oder Kuchen, da die Kaffeezeit mit Kuchen oder so. Also dass man einfach sich dann, also der erste Schritt ist mal die Erkenntnis. Und das ist schon mal ein großer Prozentsatz, weil ja, die Umsetzung ist vielleicht nicht so leicht, aber wenn man dann seine Zyklusphase nutzt, weil Phase 2 ist nämlich eben die, um neue Sachen zu starten, da kann man eben dann sagen, okay, ja, ich habe diese süße Phase, das ist jetzt nicht gut für meinen Körper, weil, ja okay, Processed Sugar, fällt gerade das Deutsche nicht ein, ist einfach etwas, was man halt nicht so oft zu sich nehmen soll. Und dann kann man ja anfangen zum Reduzieren und sagen, okay, gut, dann werde ich versuchen, mal unter der Woche keine Softgetränke zu trinken und nur am Wochenende. Und das wäre mal so ein Anfang. Oder wir haben jetzt zum Beispiel, habe ich total witziges Rezept gefunden mit Datteln, Erdnussbutter und einer 100%igen Schokolade. Ich habe das so in so Ice Cube Trays rein, also so Eiswürfelbehälter aus Silikon, und habe dann so meine kleine Schokolaterie gemacht. Und das ist jetzt okay. So ein, das ist wie ein Snickers, weil halt, das ist total witzig, weil ich habe nie gedacht, dass ich Datteln, dass das zu einem Snickers werden kann. Die Erdnuss, ja okay, lass ich mal einreden, und die Schoko, ja, aber mit den Datteln, das fand ich total spannend, weil die habe ich so schon immer gern gegessen. Und das ist dann halt so eine Alternative. Da sage ich, okay, dann nehme ich mir einen so einen Cube und bin happy, und dann brauche ich für den Rest des Tages keinen Zucker mehr. Und die dunkle Schokolade hilft da ja auch nochmal mehr, dass du dich einfach dran gewöhnst, diese Dinge eben fallen zu lassen. Und wenn man in Phase 1 eben sich halt eingesteht, dass man da etwas ändern sollte oder möchte, das ist halt das Müssen, es wird nicht funktionieren, so ja, ich muss jetzt 40 Kilo abnehmen, weil der Sommer kommt, ganz übertrieben, da wird das nicht funktionieren. Aber wenn man so wirklich
in der Veränderung ist und sagt, okay, ich möchte jetzt was verändern. Was sind so die Schritte, die ich machen kann? Und es reicht einfach, dass man 1% ändert. Weil jeden Tag 1% besser werden, ist dann in einem ganzen Jahr 365% besser. Also, und das ist halt extrem viel. Und man sollte sich halt auch nicht selber so krass ins Gericht nehmen, weil wir sind Menschen und wir machen Fehler. Das sind Erfahrungen, die da wichtig sind, damit wir wachsen können. Und da, wenn man sich dann eben eingesteht, okay, ja, das ist nicht so gut für mich, ich notiere mir das mal und mal gucken, vielleicht schaffe ich es in Phase 2, dass ich damit neu starte, weil das ist eben die Phase, wo man dann eben Projekte neu startet oder eben Gewohnheiten startet. Da gibt es ja auch diese 75 Hard Challenge, wo ich mir auch denke, die hat ein Mann erfunden. Und das sind halt 75 Tage, wo du jeden Tag das Gleiche machst. Und das funktioniert halt mit Testosteron. Dass irgendwie, man muss, man hält Diät, man geht jeden Tag Sport zweimal. Also ein Teil des Sports muss draußen sein. Und man muss irgendwie eine Gallone Wasser trinken, sind glaube ich 3,5 Liter oder so. Und das ist dann halt auch nicht so effektiv für eine Frau. Ja, klar kannst du das durchhalten, aber ich weiß nicht, wie lustig das ist, wenn du das 75 Tage durchhältst. Also das ist eher nicht so das Wahre. Und da muss man halt dann für sich entscheiden, so, okay, was ist denn für mich dann gut? Wie fühlt sich das an? Welchen Sport mache ich gern? Weil das ist immer halt auch total unterschiedlich. Und Sport ist halt auch in dieser Menstruationsphase ganz wichtig, dass man sich bewegt, damit man sich einfach wohler fühlt. Weil gerade Bewegung hilft auch, wenn man diese Schmerzen dann haben sollte. Oder man geht halt in die Natur und schaut, dass man sich wieder auflädt und halt mehr Energie kriegt und sich bewegt. Und dann funktioniert das auch wieder alles gut. Sehr gut. Ja, spannend. Hilfreich, wenn man das weiß. Ja. Welche Tipps hast du, um während dieser Phase energisch und motiviert zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Also, kennst du Vision Boards? Vielleicht von Ja, kenne ich. Pinterest? Auch schon gemacht, Ja, ja. hast du ein Jahres-Vision Board? Eher so ein 10 Jahres. Boah, das ist aber Wahnsinn. Das ist toll. Also sehr langfristige Ziele. Mega, sehr cool. Ja, du kannst dir diese Vision Boards auch monatsmäßig machen. Okay. Weil durch das, dass du eben in der Phase offen bist für Neues und eben Altes zu verarbeiten, steigerst du da durch die, also man kennt das ja, dass man Vision Boards zum Visualisieren nimmt und eben, da gibt es ja eben diese Manifestationen, dass man eben Dinge in sein Leben zieht, damit man, man wünscht sich das Haus oder das neue Auto oder weiß ich, was da für alles Mögliche gibt. Bitte? Hat bei mir schon geklappt. Gut, sehr gut, das freut mich. Darf ich fragen, war das, was du manifestiert hast? Tatsächlich Geschwister für meinen Sohn, für meinen Oh, wie schön. Ältesten. Das ist ja Das hat sich, ja, das ist schneller in mein Leben gekommen als erwartet. krass. Ja, Ja. hast du dich wohlgefühlt und dann hat das genau richtig gepasst und Ja, das freut voll. mich sehr. Ja. Hammer. Das war in dem Ja. 10-Jahresplan drin, ne? Ganz genau. Cool, sehr cool. Ja, du kannst die Phase 1 nutzen, eben, dass du dir den Monat schon mal skizzierst mit so einem Vision Board und dann kannst du da eben die Dinge für den Monat zum Beispiel reinziehen und sagen, okay, ich habe so meinen Plan, weil man arbeitet ja viel besser jetzt, ob es jetzt privat oder die Firma ist, wenn man sich die Sachen eben aufschreibt und dann eben schaut, okay, ist das ein machbares Ziel oder ist das eben so ein Die Lulu-Ziel gibt es ja auch, ne? Dass man sagt, okay, wir sollten eigentlich viel mehr crazy Ideen haben, Ja, weil voll. man halt auch die Zeit manipulieren kann, wenn man dann halt die richtigen Steps macht für sich, um eben dorthin zu kommen und an sich arbeitet, weil die Abkürzung von Manifestationen ist einfach in die, ich sage jetzt mal, Scheiße reinzugehen, weil bevor die Manifestation kommt, bricht alles weg. Damit eben wie in der Zyklusphase bricht eben
das alles weg, was du nicht mehr brauchst, damit eben das Neue entstehen kann. Und genauso ist das mit den Manifestationen. Und deshalb ist in der Phase, hat man dann eben auch die stärkste Phase, um zu manifestieren. Und deshalb eben wären halt so monatliche Vision Boards, also du kannst auch für die, jedes Jahr halt eins machen, auch in dem Monat. Also wenn du dann sagst, okay, wir haben jetzt Juni bis Juni 25 und dann im nächsten Monat haben wir Juli bis Juli und kannst das dann eben, wie du das gemacht hast, für 10 Jahre auch monatlich machen. Und weil da kommt halt immer wieder was dazu. Und was ich halt so cool finde an diesen Monats-Vision Boards oder eben halt, egal jetzt wegen dem Zeitraum, aber wenn man sich diese Vision Boards immer wieder hernimmt in einer Phase und das halt regelmäßig macht, dann sind die auch immer wieder mal vor Augen, weil man sollte halt auch immer mal wieder dran denken und sich das wieder reinholen, damit es eben schneller passiert, weil dann kann das Umfeld auch mehr oder weniger mitarbeiten, weil man es immer wieder sich in Erinnerung holt und ja, da war ja was. Ne? Und das finde ich halt so cool, dass man in dieser Phase dann durch diese Gehirnsynchronisation einfach dann mehr oder weniger so auch so einen Draht nach oben hat. Und dann mal sagen so, also ich wünsche mir. Und dann hat man sein Vision Board. Wünsch dir was. Genau, ja, ich wünsche mir sehr gern was. Das ist schon super. Also krass ist halt, da reinzugehen in diese Phasen, wo es dann eben nicht so gut läuft. Und da muss man halt dann schauen, dass man da dem, man sagt doch Divine Timing, dann eben vertraut und darauf vertraut, dass es besser wird, weil es wird besser. Aber es gibt dann halt so Phasen, wo man sich denkt, so okay, die ganze Welt ist gegen mich. Also mir ist das im letzten Jahr passiert, da hatte ich eben einen Aufenthalt im Krankenhaus und dann dachte ich mir auch so, es kann ja nicht sein, was ist denn da passiert? Weil da ist irgendwie alles, also alles weggebrochen. Und von jetzt auf gleich, da war ich noch auf Urlaub und am nächsten Tag im Krankenhaus. Also es war dann echt so, okay, gut. Und dann habe ich mal viel Zeit gehabt, mit mir mich weiter auseinanderzusetzen. Und das war übrigens der Start, wo ich dann eben meine Zyklusphasen genau kennengelernt habe, weil ich habe 3 Monate Zeit gehabt. Ja. Und da muss man einfach das Gute in dem sehen, weil ja, sicher ist dann in dem Moment scheiße und man denkt sich so, okay, was mache ich jetzt? Aber man hat seine Lieben um sich, man kann darüber sprechen und wichtig ist, dass man eben auch gehalten wird, dann ob es jetzt die Familie ist oder die Kinder sich zu einem kuscheln und dann weiß man, wofür das alles ist und dann tut man sich auch leichter, dass man dann eben dann sieht, so ja, okay, das ist jetzt einfach, ist jetzt so, da geht man jetzt durch. Und ja, das finde ich immer so ein schönes Indiz jetzt, um das Negative umzudrehen ins Positive. Da weiß ich, dass ich dann die Wand eingerannt bin, weil es bröckelt alles weg. Ja. Und, ja, und dann steht hinter der Wand ein neues Haus und ich denke mir so, hey, genau das wollte ich. Und das ist eben, wenn man das mal, also verstehen ist immer leicht gesagt, aber es muss verinnerlichen. Ja, zu fassen, ja, ja. Weil das sind halt Sachen, wo man dann wirklich so, okay, ja, damit muss ich jetzt arbeiten, das ist jetzt keine schöne Zeit, aber ich weiß, es wird besser. Und so wie es jetzt wird, wird es nie wieder sein. Also Schwamm drüber und weitermachen. Oder eben entspannen, je nachdem, was gerade ansteht. Aber das ist auf jeden Fall eine Phase, wo man gut mitarbeiten kann. Ja, voll. Kann ich auch total nachvollziehen. Da kenne ich mich auch sehr selber drin wieder. Das freut mich. Spannend. Dann gehen wir direkt weiter im Fragenkatalog. Wahnsinn, wie viele Fragen hast du denn noch? Das ist ja voll cool. Ein paar kommen noch. Du bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Mhm. Aber vielleicht können wir das jetzt nochmal expliziter aufgreifen. Also, wie können Frauen ihre Menstruationsphase besser verstehen und ihre individuellen Bedürfnisse erkennen? Ja, also dieses Erkennen, da
kommt wieder die Intuition ins Spiel, weil gerade mit diesem Entscheiden, also ob ich das jetzt mache oder das, es kommt darauf an, ob man, weil es gibt so zwei Arten von Typen, es gibt die Bauchgefühlstypen, die dann sofort sagen, ja oder nein, das kann man testen. Das kann man testen, das ist ganz cool, weil Waage zum Beispiel tut sich total schwer mit Entscheidungen. Waage hat es gern ausgeglichen und sagt mal für die Astrologie, aber ich kann das Ganze auch ändern, indem dass ich eben mit schnellen Ja-Nein-Fragen das trainiere. Und je öfters man das trainiert, desto leichter wird es. Und dann gibt es eben Leute, die ins Gefühl reingehen. Also sprich, die müssen sich das mal zerkauen und zerlegen und, wie sagt man, eine Nacht drüber schlafen. Und dann kann man das besser eben dann entscheiden. Und das ist eben, also das sind die zwei Arten von Menschen, die es gibt. Und gerade dieses Bauchgefühl, das ist halt mega, weil da kann man halt schnell Entscheidungen treffen, gerade wenn man geübt ist. Und wie ist das bei Widdern? Bitte? Ganz kurz. Wie ist das bei Widdern? Bei Widder, also ich bin Aszendent Widder, also ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Wenn ich dann mal was weiß, und was haben will, dann werde ich alles in Bewegung setzen, dass ich dorthin komme, was wolle. Und alle müssen dann Bescheid wissen. Und ich sage dann mal, hey, ich habe da eine Idee, ich mache das jetzt. Und wenn dann wer sagt so, naja, ich weiß ja nicht, dann werde ich sagen, gut so, ich mache es trotzdem. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich kann mich noch erinnern, hatte ich Matura, also Abi, und meine Mathematiklehrerin hat gemeint, studier bitte nichts mit Mathematik. Was habe ich gemacht? Medieninformatik mit Mathematik. Natürlich. Wie konnte es anders sein? Und das ist halt, also finde ich auch spannend, dass man halt, je älter man wird, desto vorherrschender wird der Aszendent. Aber ich muss sagen, er wird auch ein bisschen leichter, wenn ich denke, am Anfang, also gerade so in der Teenagerzeit, da ist also diese Schwankung mit Hormonen und eben Astrologie, die ist dann schon extrem heftig. Und dann finde ich es halt spannend, wenn man dann schon weiß, so, ah ja. Ja, ja, aber ich denke, wenn man öfters übt, eben sich zu entscheiden und Dinge nicht zu schieben, also ja, ich schiebe auch Sachen, aber da weiß ich dann so, ja, okay, das ist wichtig, dass ich das jetzt mache, und das ist so eine, Schieben ist so ein Indiz für aus der Komfortzone rauszugehen und etwas zu tun, das einem nicht Spaß macht, aber man soll es tun, und dann passieren die mega genialsten Sachen. Also ich kann nur sagen, das Wochenende, wo dein Event war, am Schiff, war ich so, fühlt sich irgendwie komisch an und ich habe gar keinen Bock, aber ich weiß, ich muss da hingehen, weil es wird was Großartiges passieren. Und, und genau so war es, also ich kriege schon wieder Gänsehaut, also die Stimmung einfach, die da am Schiff geherrscht hat, also ich kann es noch immer nicht in Worte fassen, weil was die Musik, was das Wasser, was der bewegende Dancefloor, waren es nur die Frauen, die zusammengekommen sind, um sich zu alles feiern und einfach gehen zu alles lassen. Kombiniert. Und das war einfach, ja, also das war definitiv ein Zyklus Phase 1 Geistesblitz, oder? Voll. Auf jeden Fall. Also Intuition nachgehen und dann einfach machen. Einfach machen. Ja, genau. Das. Oh mein Gott, mein einfach erster machen. Workshop, den ich gegeben habe, der hat geheißen einfach machen, und da kam echt so Feedback so, wie, das kannst du doch nicht sagen. Und ich so, was, wieso? Also lebe ich schon mein ganzes Leben. Wenn ich mir was überlege und was machen möchte, dann tue ich es einfach. Also da hätte mich noch nichts irgendwie gebremst. Du sprichst von mir, oder? Ja, auch. Ja, herrlich. Ich erkenne viele Parallelen. Oh, wir machen mal weiter. Noch eine Gesundheitsfrage. Welche Ernährung und Bewegung sind während dieser Phase am besten geeignet?
Was würdest du da empfehlen? Also, bewegungstechnisch, Fitnessstudio kann man natürlich gehen, aber man sollte jetzt keinen harten Leg Day machen. Aber so, wenn man jetzt auf den Stepper geht, da gibt es ja einiges, den Stiegenstepper oder eben mit allen Vieren bewegen. Ich weiß, also ich nenne ihn Vertikutierer, weil ich keine Ahnung habe, wie das Ding heißt, aber es ist einfach so witzig, dass man sich da zerlegt und eben mit seinen zwei Gehirnhälften arbeiten muss und dann halt links und rechtes Bein und rechts und linkes Bein. Also das ist zum Beispiel was, was halt jetzt von der Intensität nicht so krass ist für den Körper, aber es ist trotzdem eine gute Bewegung. Man kommt ins Schwitzen, spazieren gehen in die Natur, das ist auch richtig cool in der Phase. Und heißer Tipp ist, was die Ernährung angeht, da hat man ja oft so Heißhungerattacken oder eben so Süßigkeitsflashes. Und da kann man dem Ganzen mit Rote Beete entgegnen, weil es ist eigentlich ganz krass, dass diese Frucht halt oder Obst die Farbe hat wie unsere Menstruation, also dieses krasse, tiefe Rot oder eben dieses Lila. Und kennst bestimmt diesen Avocado-Toast, ne, mit Cottage Cheese und kennt man. Und wenn du die Avocado gegen rote Beete austauschst, dann hast du eben dieses coole Avocado-Girl-Stil-Brot, aber es hilft dir halt extrem, dass du diese Cravings loskriegst. Also wenn du rote Beete in Salat gibst oder eben so zusätzlich dazu isst oder eben am Brot oder ein Smoothie, kannst du natürlich auch machen. Habe ich so jetzt noch nicht getestet, mit was man das kombinieren kann, damit das schmeckt. Aber ich habe auch auf dem Instagram-Kanal gibt es auch ein Rezept für die rote Beete, wie ich das gemacht habe. Und das ist halt gedrostetes Brot und so ein Cottage Cheese habe ich da drauf, so ein Hüttenkäse und dann halt noch, dann würze ich das mit Salz, Pfeffer und meistens Petersilie oder irgend sowas, was ich zu Hause habe oder irgendwelche Kräuter. Und dann kommt eben eine rote Beete aufgeschnitten, die kriegt man eh so im fertig geschält schon, das brauchst du nur noch aufschneiden wie so eine Tomate legst du drauf und der Clou ist, weil du ja Vitamine auch brauchst in der Phase, legst du dir dann noch Mandarinen oder eine Orange drauf. Auch spannend. Und Okay. die Kombination eben aus diesen säuerlichen und die rote Beete gibt dir halt genau das, was dein Körper braucht, damit du diese Cravings eben loskriegst. Und wenn du das dann generell mit reinnimmst in deinen Ernährungsplan und dann schon weißt, so okay, ah, ich muss wieder zum Einkaufen gehen und die rote Beete checken. Ja. Die gibt es eh meistens so in so einem Viererset. Die habe ich dann in so einer Tupperware-Box und dann hole ich mir die immer mal wieder raus oder schmeiß die irgendwo in den Salat rein. Und das hilft total gut. Also da habe ich ernährungstechnisch total gute Erfahrungen gemacht und ist dann meistens zu Hause, wenn ich in der Phase 1 bin. Voll gut. Merke ich mir. Kannst du uns mehr darüber erzählen, wie du persönlich diese Phase erlebst und was dir dabei hilft, sie optimal zu nutzen? Ja, so für Phase 1 und generell meinen Zyklus habe ich ein komplettes Programm aufgenommen. Das kann man sich kostenfrei anschauen. Das heißt die Zyklus-Evolution. Und da bin ich im Monat Mai jeden Tag durchgegangen und habe wirklich fotodokumentiert, wie fühle ich mich, warum fühle ich mich so. Und eben besser nachvollziehen, wie ich intensiv diese Phasen nutze für mein Business und vor allem, wie ich auch mit Dingen umgehe, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil ich bin jemand, der halt problemlösend an Dinge rangeht. Das war immer schon eine Stärke von mir, gerade im Business oder im Corporate-Job. Und da ist dann eben, dass ich dann eben auch zeige, so, okay, ja, ich stehe jetzt an, wie wir eben vorgesagt haben, ich habe dieses Brett vorm Kopf. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt was ändern soll. Und da erzähle ich zum Beispiel, dass ich dann einfach den Standort gewechselt habe. Also ich habe gesagt, komm, wir fahren jetzt da dorthin, da gibt es ein schönes Café, lass uns dort Homeoffice machen, weil ich muss hier raus. Ich kriege jetzt das, was ich brauche, um weiterzukommen. Kommt jetzt nicht. Ich brauche eine Veränderung. Lass uns doch dorthin fahren, was essen und dort arbeiten. Und dann habe ich echt, also mit heftigen Diskutieren, also mit meinem Lebensgefährten, da krachen wir wirklich aneinander, aber jetzt auf einer
einer Ebene, wo wir wirklich lösungsorientiert rangehen, weil er ist total genau und ich habe dann so einen blinden Fleck und ich weiß, dass ich den finde und dann durch dieses Diskutieren kommt das dann und dann, dann war ich innerhalb von einer Stunde fertig mit dem, was ich machen wollte und das ist eben, mir war das halt so wichtig, dass ich das halt zeige und es ist halt sehr intim und ich gehe da auch wirklich tief rein und das wollte ich eben nicht auf Social Media teilen, sondern wirklich, dass man sich dann wirklich hinsetzt und sich die 4 Wochen anschaut, weil da, also keine Ahnung, ich habe das irgendwie so getimt, dass alles irgendwie gekommen ist in dem Monat und ich habe die ärgsten Phasen gehabt seit einem Jahr und ich wirklich, also genau den Monat habe ich mal rausgesucht, der am besten war, also ich habe sogar einen Shitstorm in dem Monat gehabt auf Social Media. Also da war wirklich, wo ich dann wirklich auch tief erzählen kann, so okay, ja, wie habe ich mich gefühlt? Mir war das relativ wurscht, weil das hatte nichts mit mir zu tun. Also ich habe da irgendwas gespiegelt, was die Person dann eben aus der Kontenance gebracht hat, um irgendeinen Schaß jetzt auf mein Social Media zu schreiben. Okay. Und da war es dann eben so, dass ich dann gar nicht gemerkt habe gleich, also ich, man hatte die Möglichkeit, dass man auf Social Media einschränkt, dann sieht nur die Person, die es geschrieben hat und eben der Account gehört, die 2 sehen das. Ist aber anscheinend was durchgerutscht und dann hatte dieses Kommentar mehr Likes als der Post an sich. Aber ich habe dann irgendwie fast 11.000 Views durch diesen durch diesen Hate dann hochgepusht, aber der Vorteil ist halt, dann sehen halt viele Leute meine Sachen und halt neue Leute kommen dann, werden dann aufmerksam auf mich und ich denke dann so, ja, danke für den Support. Ich kann sagen, also egal welcher Kommentar, ob schlecht oder gut, es pusht immer und sorgt für Aufmerksamkeit. Genau. Also kein Hater-Kommentar ist schlecht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich fand das dann, was ich dann gemacht habe, war aufräumen. Also wie es dann stagniert ist, habe ich die, also habe ich die dann alle blockiert. Ja. Weil dann war so, ja, danke schön und tschüss. und das sieht man halt sehr gut in dem, in der, also es ist eigentlich eine Masterclass, weil man kann sich das einfach so anhören. So nebenbei beim Kaffee trinken oder beim Stricken, wie auch immer. Aber da kann man so mal reinfühlen und reinhören. Bei mir war halt wichtig, dass man, es ist immer leichter, wenn man jemanden sieht, etwas, der es macht, weil dann weiß man, es ist für einen selber auch möglich. Und deshalb habe ich mir wirklich eben die Zeit genommen, um so tief wie möglich da reinzugehen und sagen, okay, ja, wir haben jetzt die Phase, das und das machen wir und ja, das war dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich es geplant habe. Es hat sich was verändert und wie reagiere ich dann? Und ja, das habe ich dann mit ganz witzig mit Bildern eben untermalt, damit man auch sieht, wo ich bin. Weil ich habe halt so eine App, wo ich dann eben mir immer aufgeschrieben habe, okay, ich bin jetzt in Phase 1, Zyklustag Nummer 3. Und dann habe ich immer so Stichwörter zu diesen Fotos dazu geschrieben, weil ich bin ein sehr visueller Typ. Und dann war es für mich einfacher, das halt auch in der Zusammenfassung dann zu erzählen, weil ich habe mich jetzt nicht jeden Tag vor die Kamera gesetzt und halt drüber gesprochen, weil wir waren halt auch unterwegs von Deutschland nach Wien mit dem Auto gefahren und das hat man sich dann halt gut notieren müssen und dann habe ich mich in Ruhe dann hingesetzt und habe dann eben in der Tiefe drüber gesprochen, wie denn so eine Zyklusphase abläuft. Ob es jetzt die erste ist oder die letzte, aber dass man einfach da ein Gefühl kriegt. Und dann, wenn man das dann weiß, dann wird man auch selber bei sich so hellhörig und weiß dann so, ah, okay, alles klar. Das habe ich schon mal gehört, das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Ja, spannend. Welche häufigen Missverständnisse gibt es über die Menstruationsphase und wie können wir sie aufklären? Also eins der Missverständnisse ist, dass man in der Phase auf jeden Fall mal anfängt zu reflektieren, weil wir halt durch das Loslassen kommen uns auch so Sachen vom Vormonat auf und dann ist es eben so, dass man dann vielleicht zu seinem Lebensgefährten oder Lebensgefährtin gesagt hat, so, das war dann nicht so cool, eben aus einer Laune heraus
Und da kann man halt gut reflektieren, dann in der Partnerschaft selber oder mitunter auch eben, wenn man jetzt corporate arbeitet oder im Job, dass man dann eben rückwirkend sich etwas vor Augen nimmt und dann eben auch mit der Person dann drüber spricht. Weil wir sind alle Menschen und da werden auf jeden Fall positives Feedback kommen, wenn man merkt, dass sich die Person Gedanken gemacht hat über einen und dann eben gerade in so Situationen, wo man dann vielleicht eventuell harsch reagiert hat, weil man seine Emotionen nicht im Griff hatte. Und egal in welcher Phase das dann war, ist das eben umso schöner, wenn man dann darauf eingeht und dann sagt, hey, komm mal her, ich würde gern mit dir nochmal über das sprechen, weil mir ist das und das aufgefallen und das wird halt total gut angenommen. Und das kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen in dieser Phase. Sehr gut. Kann ich alles ausprobieren. Mach das! Ich glaube, das wird echt vieles vereinfachen, verändern. Total spannend. Spannendes Thema einfach. Das freut mich. Wie unterstützt du deine Kundinnen dabei, ihre Menstruationsphase zu nutzen, um beruflich und persönlich zu wachsen? Kannst du uns da Ja, also was machen? meine Kundinnen starten bei mir mal eben mit dem Content-Zyklus. Und das ist eben die Übersicht, wo ich eben zeige, wie ich eben den weiblichen Zyklus mit dem Content verbinde. Das heißt, wann plane ich, wann schreibe ich die Hooks, wann schreibe ich meinen Content, wann filmen wir oder wann machen wir die Fotos. Und vor allem, wie mache ich das eigentlich mit diesen ganzen technischen Sachen, wie zum Beispiel eben eine Kaufabwicklung, weil die braucht man ja auch dann, wenn man ein Online-Business hat oder beziehungsweise eben physische Produkte. Ob das jetzt bei Etsy ist oder eben, dass man sagt, man will was Eigenes haben. Da gibt es eben Phasen, wo man eben auch viel besser so schwierige Themen aufnimmt, weil man einfach viel besser lernen kann und vor allem schneller lernen kann. Und durch diesen Überblick kann man dann eben in die Umsetzung gehen und sagen, okay, cool, ich habe jetzt das Wissen, ich mache das selber. Oder man kommt dann eben in mein Jahresprogramm, wo wir dann wirklich uns Zeit nehmen und jede Phase ein Quartal lang üben, sage ich jetzt mal, weil ich habe an mir selbst gemerkt, dass ich einfach, ich brauche 3 Monate, gerade wie ich gestartet habe, dass ich dann eben meine Phase 1 mal kennenlernen durfte, wie funktioniert die? Und es ist halt, kennst das von Routinen? Das sagt man, glaube ich, 21 Tage oder so muss meine Routine machen, bis sie kleben bleibt. Und wenn man das eben auf ein Jahr ausdehnt und dann eben quartalsweise sich nur eine Phase anschaut, also eigentlich eh wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, nimmt man sich die Zeit. Und da gehe ich die einzelnen Dinge, die ich eben in der Übersicht von dem Content-Zyklus eben bespreche, da gehe ich wirklich tief rein. Und dann setzen wir gemeinsam eben dieses Verkaufssystem auf für deinen Content und die Funnels, für E-Mails und was da alles nicht dazu gehört. Und aber immer in den Phasen, wo man eben dann bereit ist, um die Phase richtig zu nutzen. Und dann, und nach diesem einem Jahr ist man halt so weit, dass man dann weiß, okay, ich kann das dann für mich adaptieren und jede Woche halt switchen, sage ich jetzt mal grob, dass ich von Phase zu Phase gehe und für mich einfach dann weiß, okay, ja, Phase Nummer 2 passt, ich bin jetzt so weit, dass ich ein neues Projekt starte und das ist irgendwie was Schwierigeres. Ich muss mir da irgendwie ein System anschauen oder ein Tool, das kann ich noch nicht. Dann nehme ich mir da die Zeit, block 3 Tage zum Beispiel und hänge mich in den Workshop rein. Ja. Und ich habe das vorher mal gedacht, okay, ja, ein Jahr ist schon lang, aber im Endeffekt nimmt es halt den Stress, weil du halt dann entspannt reingehen kannst und sagen, okay, ja, das ist mir eigentlich lieber, weil dann muss ich mich selber nicht stressen, weil du hast halt dein Tagesbusiness oder bist noch im Corporate, weil du dir gerade was aufbaust. Dann hast du Familie, du wirst dich mit Freunden treffen, du wirst auch ein Privatleben haben. Und also ich bewundere jeden, der neben dem Vollzeitjob noch ein Studium macht, aber
Das ist halt ein extremer Stress und den wollen wir halt nicht, gerade wenn wir lernen wollen, wie wir unsere Zyklusphasen genießen. Ja. Und da wollte ich halt in die Entspannung reingehen und da habe ich eben letztes Jahr habe ich einen Test gemacht, wie das eben ankommt und dann ist da großer Zuspruch gekommen, dass das richtig cool ist, wenn man da ein Jahr Zeit hat und sich auch immer wieder trifft. Also es ist so, dass man halt dann so Workshops hat, wo man das im Selbststudium eben lernen kann und dann hat man halt das ganze Wissen und dann geht es halt in die Coaching-Phase, wo wir in einer Gruppe zusammenkommen und dann wirklich auch darüber sprechen, so, okay, wo hängst du gerade, wie können wir das besser erklären? Und durch diese Fragen wird dann, also es wird jedes Mal pro Gruppensession, wird der Workshop auch ausgebaut, also diese Classes, weil ich dann halt auch diese blinden Flecken von meinen Kunden aufgezeigt bekomme, weil kennst das bestimmt selber. Man hat halt so seine Expertise und dann hat man halt den Tunnelblick und naja, das ist ja eh logisch. Aber wenn man dann halt eine Frage kriegt und sich denkt so, ach so, nein, war doch nicht logisch. Und Ja, das nicht. finde ich halt so schön, diesen Austausch. Spannend. Ja, ein Jahr ist wirklich, klingt erstmal lang, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich hilfreich, dann wirklich alle Phasen durchzugehen und ja, zu etablieren, dass man das auch hier oben versteht und verstanden hat Ja. und die mal nutzen kann. Ich meine, also so ein Jahrescoaching, das ist schon selten. Also das wird, glaube ich, so auch eher seltener angegangen und Ja, angeboten. Finde ich gut, ist meistens super. so ein halbes Jahr oder 3 Monate ist so gängig, Genau. aber ich nehme halt Und damit gern dann Zeit. siehst du die Basics vielleicht an die Hand und dann mach selber. Ja, genau. Und das ist eben dann der Zeitpunkt, wo man sich dann so denkt, so, boah, jetzt habe ich aber noch Fragen, weil jetzt habe ich es erst Ja. verstanden. Und ich finde das dann halt schade, wenn man dann so alleine gelassen wird, weil dann vielleicht auch nicht mal auf Kommentare antwortet, weil ja, natürlich gibt es Coaches, die das halt anders machen, aber ich mache halt ein Consulting, in dem, dass ich im Großen und Ganzen mit der Gruppe das erarbeitet, damit halt wirklich jeder versteht. Und wenn es dann noch nicht verstanden wurde, dann muss ich es halt nochmal erklären, aber anders, damit es einfach, also ich schaue halt, dass ich mit Bildern arbeite, dass das halt dann verständlich wird. Und das hilft mir extrem, weil ich dann einfach weiß, wie tief ich da reingehen soll, damit das einfach am besten ankommt. Und das macht mir total Spaß. Klingt gut. Jetzt habe ich noch eine private Frage für dich. Alles klar. Schieß los. Welche positiven Veränderungen hast du in deinem Leben bemerkt, seitdem du begonnen hast, zyklisch bewusst zu arbeiten? Also ich muss sagen, ich bin noch viel entspannter, weil einerseits stresse ich mich gar nicht mehr und andererseits habe ich diese Planungssicherheit, also diese ich weiß genau, dass ich an Lenz schieben kann, sage ich jetzt einmal, in Phase 4, weil da weiß ich, okay, die 7 Tage, da werde ich jetzt keine Berge umreißen oder Bäume. Da nehme ich mir dann auch die Zeit, dass ich eben Themen mache, die halt für die Arbeit wichtig sind oder für mein Business, aber dann eben nicht so krass sind. Und dafür plane ich mir aber die Woche 2 zum Beispiel, diese 5 Tage, die ist so bummvoll. Also die plane ich aber sowas von zu, weil ich weiß, dass ich da einfach mehr schaffe als im ganzen Monat. Und dann, also mein Ziel ist ja die 3 Wochen, also 3 Wochen zu arbeiten und eine Woche nicht zu arbeiten. Das ist mein Ziel. Und in der Woche kann ich halt so viel arbeiten, ohne dass ich eben irgendwie die Miene verziehe, weil ich so viel Spaß dran habe und einfach diese Energie nutze und dann schon weiß, so, oh ja, 2 Tage noch und ich möchte jetzt das und das noch machen. Und wenn man sich das halt einplant, dann ist es viel leichter umzusetzen, wenn man halt diese Deadlines hat. Und man kennt das selber, wenn man eine Deadline, jetzt sagen wir 3 Monate ist das Projekt und dann fängt man irgendwie im Monat 2 erst an und dann ist hinten raus, ist dann zu kurz. Aber wenn ich genau weiß, okay, ich habe nur diese 5 Tage Ja. und dann
ist es vorbei. Also ja, sicher hat man da noch Zeit, aber für das eine Thema wäre es dann wichtig, dass man das halt in diesen 5 Tagen halt durchzieht. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich viel mehr in dem Jahr geschafft habe als in den letzten 10 Jahren, weil ich einfach viel effizienter arbeite und ich mir einfach auch Systeme angeeignet habe, die mich halt unterstützen, ob es jetzt die Produktion von Content ist oder ob es jetzt ein System ist, dass ich eben den Content plane, damit da dauernd gepostet wird, ohne dass ich die ganze Zeit vom Handy sitze. Da war es halt so, dass ich gemerkt habe, ich bin viel effizienter. Also auch im Faulsein kann ich jetzt effizienter sein, weil ich dann weiß, okay, ja, also das wird jetzt nichts mehr. Und da habe ich dann auch diese Entspannung, weil ich dann weiß, ja, okay, ich sollte jetzt noch, aber das ist irgendwie schwierig. Und wenn ich dann merke, ich habe so einen schlimmen Tag, dann nehme ich mir den auch, weil ich dann weiß, egal jetzt in welcher Phase ich bin, der nächste Tag wird besser sein, weil es gibt einfach Tage, gerade im Business, wenn man über sich hinaus wächst, da gibt's, also gibt es genug Tage, wo man eigentlich den ganzen Tag am Heulen ist, wenn man das alles jetzt verarbeiten muss oder die Emotionen hochkommen, irgendwas von außen kommt, was einen trifft, weil man vielleicht ein Kindheitstrauma damit getroffen hat und sich denkt so, ach du Scheiße, wo kommt das jetzt hin? Sich dann einfach auch Zeit nimmt. Aber ich habe auf jeden Fall viel mehr Entspannung im Leben, seit ich die Zyklusphasen lebe. Es ist viel planbarer. Natürlich hat man ein paar Schwankungen von ein paar Tagen, aber im Endeffekt pegelt sich das immer um dasselbe ein, weil wenn man jetzt seine Zykluslänge weiß, dann kann man das gut tracken und kann sich dann auch gut damit arrangieren, wann was ist. Aber ich würde empfehlen, Phase 2 mal zu testen und da wirklich alles reinzulegen und dann am besten dann noch auf Urlaub fahren. Richtig cool. Das wird ausprobiert. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. So. Aber eine letzte Frage habe ich noch für dich. Ja, alles klar. Wie können wir die Menstruationsphase nutzen, um unsere langfristigen Ziele zu planen und zu erreichen? Ja, da würde ich wieder auf das Vision Board zurückkommen, weil man kann sich ja auch das Jahr planen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich mache das ganz gerne im letzten Quartal, also eigentlich Ende drittes Quartal, dass ich schon anfange, ja okay, für das nächste Jahr zu planen, wann was passiert. Und dann kann man einfach die Zyklusphase 1 hernehmen und sagen, okay, ich möchte mir jetzt Quartal 4 bis 4 im nächsten Jahr inklusive dem mir anschauen, wo möchte ich denn hin? Was sind so meine Ziele, ob es jetzt finanzielle Sicht ist oder eben persönliche Ziele, ob das jetzt Ziele sind wie ein Umzug oder einen großen Urlaub. Da kann man sich das einfach gut einplanen und sagen, okay, das möchte ich erreichen. Und wenn man sich in der Phase eben damit auseinandersetzt und das eben testet und schaut so, okay, ist das das Richtige, fühlt sich das gut an, eben mit der Intuition oder dem Bauchgefühl oder den Ja-Nein-Fragen oder einmal drüber schlafen, dann kann man sich eben das Vision Board dann eben für ein Jahr oder für 10 Jahre eben machen, wie du das gemacht hast. Und so kann man eben die langfristigen Ziele dann eben planen. Und jetzt haben wir viel Input von dir bekommen heute. Ja, ganz schön. Also krass. Ja, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir so lange quatschen. Aber, ja, ich habe sowas im Gefühl gehabt. Wie wir telefoniert haben, haben wir schon gedacht, so, nö, das wird sicher lustig und das wird wahrscheinlich länger als eine halbe Stunde werden. Auf jeden Fall. Also 1,5 Stunden gecrashed. Aber spannend. Also wirklich sehr, sehr interessantes Thema. Und das mit dem Business zu verknüpfen, da kommt man so gar nicht drauf. Also irre. Was ist so hängen geblieben für dich? Was möchtest du als erstes ausprobieren, wenn du jetzt an Phase 1 denkst? Also ich glaube, was ich jetzt als erstes machen würde, ist meine Phasen tracken, weil ich fände das jetzt super spannend, da erstmal anzusetzen und zu gucken, wann ist denn was und was passt mit dem, was ich so
vermute, wie ich so drauf bin in den Phasen. Was passt denn da dann so wirklich überein? Und ja, ich glaube, da würde ich gerne ansetzen und einfach mal schauen, ja, was so stimmig ist. Das freut mich, sehr cool. Bin ich schon gespannt. Dann werde ich dann schreiben so, na, wie läuft's? Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Richtig, richtig cool. Ja, cool. Vielen, vielen lieben Dank. Das hat total Spaß gemacht. Also ich bin das andere von müde. Also wenn ich denke, heute Nachmittag, habe ich mir gedacht, so, boah, ey. Aber ich habe mich schon so gefreut auf unser Live und ich wusste, dass das richtig cool wird. Und ich freue mich voll, dass so viele dabei waren und auch so lange vor allem. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich habe mich total gefreut. Es hat voll Spaß gemacht. Und wenn es noch Fragen gibt, gerne schreibt zu uns beiden. Wir können das gerne beantworten. Und nächsten Donnerstag geht es dann weiter mit Phase 2, würde ich sagen. Ne? Bin gespannt. Das wird die sehr, sehr coole, interessante Phase. Ja. Alle Phasen sind spannend, aber auch die zweite freue ich mich sehr. Oh ja, das ist die, ich nenne sie liebevoll die Superpower-Woche. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Liebe Iris, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne. Das war sehr schön. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.